wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Robber kocht. Mein Name ist Robber. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind mittlerweile beim Buchstaben C angelangt. Wir kochen heute Chop Suey, polynesisches Sapusoi. Das ist das polynesische Chop Suey, ne? Es ist sehr ähnlich. Es ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie das chinesisch-amerikanische, das amerikanisch-chinesische. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall ein Wok oder eine schöne dicke Pfanne. Da wollen wir die einzelnen Gemüse nach und nach anbraten. Hierbei ist es wichtig, dass wir jedes Gemüse schön, kurz, scharf und knackig anbraten. Ich habe keinen Gasherd. Der macht schon gut Power, das Induktions- und auch gerade mit dem Gusseisenwok macht Power. Aber ich werde jedes Gemüse eins nach dem anderen anbraten. Weil wenn ich jetzt zu viel auf einmal hereinschmeiße, dann verliere ich die Hitze. Und ich will es kurz und knackig halten. Danach wird es nochmal halt hier mit dem Glasmuckel, wird es nochmal ein bisschen gekocht. Dazu kommen wir gleich. Wir ändern auch gleich sofort die Ansicht und dann geht's los. Tja, polynesische Küche. I love it. Wir haben es auf jeden Fall schon getestet und es ist wirklich super lecker. So, sehr geehrte Damen und Herren, nochmal kurz scharf gestellt, es ist hell genug, ja, ne? Ich bereite hier schon mal vor, als erstes machen wir schon mal den Wok heiß. Der muss richtig heiß sein. Da muss es dampfen, ne? Also das Öl muss richtig dampfen. Wir können jetzt benutzen Sesamöl, Erdnussöl, je nachdem, was ihr wollt. Oder ihr benutzt einfach normales Sonnenblumenöl. Oh mein Gott. Ich habe das... Nicht Zutat vergessen. Oh mein Gott, das geht so nicht. Die Pfanne ist heiß. Ich habe schnell das Gemüse nachgeschnippelt. Das wäre ja schon fast ein Desaster geworden. Ne? Meine Güte, das soll auf gar keinen Fall passieren. So, ich bereite hier schon mal vor, was soll wann gebraten werden. Das ist nämlich ganz wichtig. Das Fleisch machen wir ganz zum Schluss. Als erstes muss die Pfanne richtig, richtig heiß sein, dass wir anfangen können. So, und da kommen auch meine Dekospieße zum Einsatz. Ne? Ja, das kann man sehen, das Öl ist heiß. Es muss wirklich sehr, sehr heiß sein, wenn wir damit arbeiten. Wir fangen an, und zwar mit harten Gemüsen. Möhre, Zwiebeln. Also, wenn ihr harte Gemüse habt oder harte Gemüse benutzt, ist es ja eigentlich egal, welches Gemüse ihr benutzt. Was passt da meistens? Ne? Zwiebeln, Brokkoli, Blumenkohl. Ne? So, Rinder. Wenn normalerweise ein bisschen mehr Power haben. Es dampft schon richtig, das ist mir aber nicht heiß genug hier. So, das soll schon gewesen sein für die Möhren und die Zwiebeln. Aus. Das Gute an der Induktion ist, hier passiert gar nichts mehr. Ich kann alles draufstellen. Erst jetzt hat er wieder Kontakt und jetzt fängt er wieder an. So, Brokkoli, Rinder. Und hier will ich gar nicht mehr so viel Öl haben. Der soll einfach nur ein bisschen knusprig braten. Das Garziehen werden wir später nochmal im Topf. Hier will ich, dass es alles ein bisschen anröstet. Das ganze Gemüse soll ein bisschen rösten. Wir kochen das mit Glasnudeln. Normalerweise nimmt man dafür Vedemerci-Nudeln, so eine Art ähnlich wie Glasnudeln. Die habe ich schon mal für 3-4 Minuten lang in Wasser eingeweicht. Wasser abgegossen, damit sie schon mal ein bisschen Wasser gezogen haben. Wir fügen auch hier in diesem Gericht nachher nochmal Wasser hinzu. Mmh, Alter Leute, und wie das hier riecht. Schon das ist jetzt nicht so viel Öl drin und jetzt fängt das an zu braten. Die Pilze, ne? Die werden gerade schön braun und knusprig. Das wollen wir haben. Ich will keine Pilze. Alle Pilze haben. USA, ich weiß gar nicht. Cayman Inseln. Ich kenne das nur so von Cayman Island, ja. So von den Steuern hinterziehen. So, das reicht mir schon. Das reicht. So, raus. Als nächstes Paprika rein. Das haben wir auch mal schön ein bisschen Farbe bekommen. Ich gebe mal jetzt ein bisschen Erdnussöl mit dazu. Also ein bisschen Öl muss schon sein. Ne? Ein bisschen muss sein. Aber nicht viel. Und je weicher das Gemüse ist, desto kürzer müssen wir es braten. Wirklich kurz halten. Das soll wirklich scharf und knackig sein. So, Paprika, das reicht schon. Und hier kann man es auch schön. Wir kochen heiß, ne? Also das könnt ihr jetzt schon Feuer fangen. So, als nächstes. Wieder ein bisschen Öl.
ein Schlückchen Öl. Und dann machen wir mal Knoblauch, Chili, Eier. Geschafft. Der kommt gleich rein. Und Chilis, ja. Chilis macht wieder genauso nach Bedarf. Scharfe Chilis. Das sind jetzt zwei, drei holländische Chilis. Die sind nicht allzu scharf. Also die haben schon Schärfe. Die würzen aber mit nichts anderem. Also wir haben keinen Pfeffer, kein nichts drin. So, das reicht schon. Schnell das hier noch hinzu. Ein bisschen Ingwer. Jetzt pocht hier schon die Chili-Körner. Jetzt pochen hier die Chili-Körner. So, schaut mal, das reicht. Das reicht. Aber jetzt kommen wir zum Fleisch. Fleisch könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt, was euch schmeckt. So, das reicht schon, das reicht schon. So. Alles wieder heiß ist und es war ein bisschen kalt, es war kalt. Wir geben alles hinzu. So, das heißt Gemüse. Mischen es einmal durch. Also sag, was ihr wollt. Ich finde das schon super, super lecker. Wir brauchen dunkle, süße Sojasauce. Die ist süß. Es gibt auch eine andere, die ist nicht süß, dann die würde ausreichen. Aber diese bekommt man hier wirklich relativ häufig und einfach zu bekommen. Also die ist wirklich einfach zu bekommen. Das ist die Soße von Healthy Boy. Was, die könnt ihr auch bei Amazon direkt kaufen. Die sind wirklich vom Preis her picobello. Die brauchen eine normale Sojasauce. Deswegen ich gleich die süße Sojasauce mit einer normalen aus. Es gibt die dunkle Sojasauce, gibt es auch als normale Variante. So, jetzt haben wir schon Geschmack drin. Aber wenn wir Pech haben, ist es jetzt nämlich mega, mega salzig. So, und jetzt muss halt eben auch alles schnell gehen. Ich darf nicht sammeln. Mehr machen und nicht zu viel reden. Es ist schon lecker, ehrlich Leute. Ich gebe mal ein bisschen Wasser hinzu. Es ist schon lecker. Im Nachhinein können wir immer noch mit Sojasauce abschmecken. So, jetzt kommen schon auch unsere Nudeln mit. Die rühren wir einmal unter. Weil die saugen jetzt die ganze Flüssigkeit auf. Da müssen wir nämlich aufpassen, dass auch alles genug Flüssigkeit hat. Alles so leicht mariniert ist. Deswegen das Wasser. Weil die Nudeln, die werden das gleich alles aufsaugen. Wir müssen hier auch nicht mit Stärke arbeiten. Um Gottes Willen. Das machen schon die Nudeln für uns. Die sind zwar in Wasser eingeweicht, aber nicht zu lange. Schaut mal. Die Nudeln fangen jetzt schon an, die Soße zu ziehen. Und ich will das ein bisschen verteilen. Das ist ein bisschen schwer. Der Bock ist zu klein. Ich will das viel mehr. Nein, im Ernst. Wir probieren die Soße noch mal kurz. Geben wir noch mal zwei Schuss Sojasauce hinzu. Das heißt 10 Milliliter, 20 Milliliter extra. Abdecken und los geht's. Und wenn ich jetzt schon allein diese Möhre sehe, die habe ich jetzt nur scharf angebraten. Entschuldigung, hier, die Möhre habe ich jetzt nur scharf angebraten. Die ist schon fast perfekt. Die ist noch ein bisschen bissfest. Aber 5 Minuten jetzt. Die Hähnchenteile werden fertig. So, haut mal. Das, was hier übersteht, ist egal. Hauptsache, das Fleisch ist hier unten drin. So, Temperatur ging mal ein bisschen runter. Lecker. Polynesisches Chop Suey, so geht das, Leute. Ganz einfach. In der Zubereitung, das Einzige, was schwierig ist, man muss das Gemüse schnippeln. Das ist aber auch kein Akt. Überrascht eure Freunde genau mit diesem Gericht. Sagt, wir kochen polynesisch und amerikanisch. So, sehr geehrte Damen und Herren, 10 Minuten sind rum. Das sollte reichen. Aufpassen, Teller heiß. So, schauen wir uns das mal. Schaut mal, hier. Die Soße ist aufgesogen, wir haben noch ein bisschen Flüssigkeit da. Wir probieren gleich nochmal den Geschmack. Ansonsten ist das Chop Suey fertig. Guck mal. Die Nudeln müssen jetzt richtig durchgezogen sein, weil die haben jetzt natürlich die ganze Flüssigkeit aufgesogen. Das Gemüse soll natürlich jetzt auch dem alles haben schon mittlerweile. Zwiebeln, Chili, Möhrchen.
Pilze. Jetzt ist es heiß. Ich probiere mal ein bisschen. Das riecht aber so schön frisch nach Knoblauch. Natürlich, Knoblauch müsst ihr nicht nehmen. Ne? Hier. Knoblauch müsst ihr nicht nehmen. Ich habe es schön in Scheiben geschnitten. Zwiebeln, Möhrchen, Pilze. Ihr könnt nehmen alles, was ihr wollt. Es hat eben nur die Zubereitung, wie ihr es zubereitet. Das ist sehr wichtig. Stopp. Der Hammer, Leute. Das ist der Hammer. Schaut euch das an. Schmeckt absolut affengeil. Das ist so lecker. Probiert das unbedingt aus. Polynesisches Sapusoi, Chop Suey. Ne? Ich richte das gleich noch an. Wir lassen auch gleich mal die Mayo probieren. Was heißt? Pass auf. Lecker. So. Super. Wenn eine Asiatin sagt, es ist lecker, dann glaubt man. Wir glauben das mal so, ne? Lecker. Lecker, ja. Und wichtig ist ja auch die, die Mischung, ne? Wie viel Nudeln, wie viel Gemüse, wie viel Fleisch, die Kombination. Wie viel Soßen, welche Soßen. Ich kann euch sagen, ihr könnt es genauso mit Austernsoße machen. Es funktioniert genauso. Da müsst ihr aber die Sojasauce wahrscheinlich weglassen. Oder vielleicht wirklich, weil die Austernsoße ist ja schon salzig. Von selbst aus. Ihr könnt es auch mit Teriyaki-Soßen machen. Hier brauchen wir schon gar nicht mehr anzudicken. Warum? Weil die Nudeln, ja, das ist alles mit Aufsaugung. Wenn ihr seht, dass irgendjemand mit Nudeln kocht und dann auch mit Stärke arbeitet, ist falsch. Das ist einfach kochtechnisch komplett falsch. So, ich richte gleich noch an. Wir wechseln mal eben die Kamera und dann können wir noch ein bisschen sprechen. Ich esse noch was. Schau mal, das brauchen wir auch gar nicht vorzukochen. Es ist perfekt. Es ist nicht weich. Es ist einfach gut. Lecker. Es hat die richtige Konsistenz jetzt. Das heißt, scharf anbraten und dann 5 bis 10 Minuten. Das müsst ihr einfach mal testen. Natürlich könnt ihr auch das Ganze vegetarisch zubereiten. Nehmt einfach mal ein bisschen anderes Gemüse. So, es sollte ein bisschen fleischhaltiger sein. Ich würde empfehlen, Kohl. Kohl auch mit als erstes richtig scharf anbraten. Es sollte noch die Konsistenz haben, es sollte aber auch, ich weiß nicht, der schmeckt einfach nur lecker. So richtig scharf angebratener Weißkohl. Das gibt dann mal richtig Tinte auf die Drüse. Ne? Das schmeckt. Was können wir damit noch machen? Wir können es ein bisschen mit Cashewkernen. Ne? Die Cashewkerne nochmal schön scharf anbraten, also schön rösten. Ein bisschen grob hacken, hier drüber streuen. Schmeckt lecker. Das ist asiatische Küche, das ist chinesische, polynesische, was auch immer. Ist egal. Hauptsache es schmeckt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das war C. Nächste Video D. Was wollt ihr haben? Bitte sucht euch ein Land mit D aus. Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, weiß ich nicht. Doch, kann sein. Es gibt wahrscheinlich noch einige andere, ich habe keine Ahnung. In Geografie bin ich nicht der Beste. Hatte ich eine 2 oder eine 3 gehabt. Aber auf, bitte deutsche Namen nehmen. Weil sonst, wenn wir das jetzt mit englischen Namen mixen, gerade so beim C war es so, da wäre es ja so viel gewesen. Und bitte macht mit. Schreibt eure Wünsche in die Kommentare mit rein. Das Land, was ihr haben wollt. Lasst mir aber das Rezept frei zur Auswahl, dass ich es halt eben auswähle. Das Bulgarische folgt, wenn ich endlich meinen Deckel bekomme, Leute. Gib mir einen Deckel. Die Leute waren sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und fürs Zuschauen. Hier Sapusoi, pazifische, polynesische Cook Island Gericht. Natürlich irgendwo von der chinesischen Küche und amerikanischen Küche angehaucht. Ja, ich kann mich nur noch vielmals bedanken fürs Zuschauen. Die Abonnentenzahl wächst. Ich freue mich riesig. Wenn euch das gefallen hat, abonniert meinen Kanal, begleitet mich weiter. Wünscht euch ein Land. Das nächste Video mit D. Kann aber sein, dass wir noch eins dazwischen schmeißen. Dass wir irgendwas vielleicht Spezielles mit Bananen machen. Ne? Also, wenn unsere Zuschauer etwas haben möchten, dann versuchen wir es auch zu erfüllen, soweit es geht, soweit es möglich ist. Sei es Kochbananen, normale Bananen. Mal gucken. Lass euch überraschen. Leute, das ist C. Leute, das ist C. Mio, bitte mach das Fenster zu, das ist so laut. Ich habe noch kein Mikrofon hier. So, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Probiert das unbedingt mal aus. Das ist wirklich sehr lohnenswert, das nachzukochen. Polynesisches Chop Suey. Suey So? Suey? Suey Mata? Ich habe das schon vergessen, diesen Namen. Ne? Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Wobba und die Mio hinter der Kamera. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wir bedanken uns. Wir danken. Hier, Hula Hula, ne?
Ist gut.